Und somit willkommen zurück zu A Link to the Past hier in der Game Boy Advance Version. Level 4 letztes Mal direkt in einer Folge durchgeschafft. Und heute schauen wir uns mal die Overworld ein bisschen an. Wir vielleicht uns da mal ein paar Herzteile noch finden. Gibt's jetzt, wir können ja jetzt. Mit neuen Krafthandschuhen diese schweren Steine. Hier, Friedhof, kann man hier. Irgendwo da bestimmt rein. Ja, mega. Lange Versteine davor. Also hier im Links. In den Kerker. Unter dem Schloss. Mega. Den Pfeile. Okay. Ist jetzt nur so ein kleines Secret. Herzteil wäre mir lieber gewesen. So geil, wenn man die Wände einfach so gegenlaufen kann. Und dann zerstören. Im Schloss, glaube ich, gibt es ja immerhin nichts weiter, ne? So, sind wir wieder hier, wo wir gerade gestartet haben, sind wir einmal in die Runde gelaufen, sehr schön. Wir laufen uns einfach mal jetzt querbeet hier. Vielleicht gibt es ja irgendwo Höhlen, wo ein Loch mal reinfallen kann. Deine Wunden heilen, schließe deine Augen. Okay, hier waren wir schon mal drinnen, glaube ich. Nichts Besonderes. Kann ja auch ein bisschen herumschwimmen. Hinter dem Wasserfall. Da geht schon mal nicht. Da hoch zum Tor, da waren wir schon mal ein bisschen geschwommen. Dann kann man hier in den Studio rein. Schön teleportieren. Jetzt hier beim See, da unten rechts waren wir auf jeden Fall noch gar nicht. In der Ecke, vielleicht sollen wir da mal hingehen. Gegner gegen den Gegner. Sieht schon mal interessant aus hier. Keine Ahnung, ob wir hier irgendwas finden. Und wenn dann irgendwas wertvoll ist, dann sagen wir hier. Die geht so nicht kaputt, nur mit Bombe. Ja, sehr interessant. Kleine Pinkfälle. Links geht's nur. Ah, eine geheime Höhle müsste von unten irgendwo. Okay, let's go. Ja, sieht man ja auch. Herzteil wird geil. Komm, let's go. Nee. Mach schon Einschlag gefunden. Wenn wir kalten Magie durch schnell die Luft. Warte auf einmal die Anzeige. Cool. Okay, interessant. Feuer und Eis. Macht mich heiß. Ja, wir sind jetzt hier unten rechts, ja? Okay, da wollte ich auch hin. Soll ich mal vielleicht im Wasser noch? Hier ist noch so ein Strudel. Wollen so auch gut, okay.
So, haben wir hier noch irgendwas? Da kann man raus. Oh, Teleporter in die andere Welt können wir jetzt hier. Oh, interessant. Ah, hier war es mit dem Brunner, ja, stimmt. Let's go, wir schmeißen mal 50 rein. Mal schauen, ob wir noch irgendwas erhöhen können. Mal wieder 50. Vielleicht gibt es ja auch noch was. Mehr Bomben tragen, noch mehr Pfeile. Noch mehr Bomben, noch mehr Pfeile? Mega. Kann man das jetzt immer weiter erhöhen auf 50 oder so? Möchte ich jetzt gerade nicht herausfinden, aber schau mal hier in den Teleporter rein. Aha. Hier sogar. So kommen wir zur Welt. Hast du gerade mein Schild geklaut? Mein Ernst? Ich will mein Schild behalten. Ah, so kommen wir dann zu 5. Sehr interessant. Dann machen wir es End hier. Meine Güte. So, hier unten ist jetzt nichts. In der Mitte ist noch eine Insel. Da waren wir, glaube ich. Oder? Da komme ich auf jeden Fall nicht hin. Ja, erkunden wir heute ein bisschen mehr Overworlds, wirklich. Wir wissen jetzt, wie wir zu Level 5 kommen. Vielleicht auch noch ein paar Herzteile finden. Wir gehen hier auf jeden Fall unter die Brücke. Ja, nice. Hey, was störst du mir da? Ich sehe was, du steckst in Schwierigkeiten. Aber mecker kann ich dir nicht geben. Eine dritte Flasche, okay. Ich danke dir, reicht mir schon. Ein gutes Goodie. Ja, spring rein ins Wasser und nicht nach oben laufen. Dann sehe ich schon. Erstmal nicht den Spiegel benutzen kann, um einfach irgendwo in die Schattenwelt zu kommen. Nehme ich mal mit. Kann nützlich sein. So, könnte man noch hin. Hier runter geht es nicht weiter. In der Wüste waren wir eigentlich. Haben wir letzte Zeit gefunden. Ich frage, ob irgendwo noch was gibt. Oder hier unten rechts, hier. Jetzt hier unten rechts auf dem Bild zu sehen. Ich darf vielleicht noch ein bisschen gehen. Ob wir die Gegner aber auch merken können, ne? Alter, 2 gegen 1 hier und ich verliere so viele Herzen, ne? Ungemein, ey. Ich will da nur ein bisschen erkunden, lass mich mal in Ruhe, ey. Ups. Na, da wollte ich jetzt nicht rein, nee, hier doch nicht. Na oben. Ich bin so verwirrt jetzt von diesen scheiß Gegnern. Ich kann ja richtig nerven, so ein Ding, ne? Ups.
Uhr nicht runterspringen. Ich gehe nur nach rechts und dann runter. Nice. Alter! Wieso pickt er mich gerade hier, Alter? Dein Ernst? Richtig am Nerven, die Viecher, ey. Na, hier ist eine geile Höhle. Nö. Hier. Hier sind irgendwelche Statuen, die sich bewegen können. Ah, da ist wahrscheinlich wieder so ein Teleporter. Und drunter, aber ich mal schau mal hier. Eine Fille. Nö. Kann ich das weghämmern? Pock. Okay, geh mal rein. Aha. Bringt uns jetzt irgendwie gerade gar nichts, oder? Ja, wo bist du? Ey, was soll ich mit Rubine? Könnte ich dir eine Information zukommen lassen? Jut. Das ist nicht der Rollengruppe, also hör gut zu. Ich habe erfahren, dass im Teich bei der Flussquelle ein kleiner Kreis aus Steinen ist. Ich weiß es zwar nicht genau, kann ja nicht schaden, da was hineinzuhelfen, oder? Eine tolle Geschichte, oder? Okay, wenn man das finden würde. Dann ja. Sind wir sogar in der anderen Welt. Da sind alles voll, ne? Okay, dann bin ich hier, aber hier ist auch nichts mehr. Oder deine Dungeon. Puh. Ja, nichts finden. Na, irgendwo bei diesem Wald war dort so ein Typ. Der wollte irgendwas mit der Flöte oder so. Und wir haben eine Schaufel bekommen, um nach dieser Flöte zu suchen. Bin ich jetzt richtig? Kann man unten lang. Was war das hier? Genau, ein Stückchen runter. Gut, dass wir den gerade haben. Der Fall hat bestimmt auch irgendwas bedeuten. Hast du meine Flöte gefunden? Bitte suche weiter. Ja. Sollen wir sie hier finden oder in einer anderen Welt? Das ist natürlich auch die Frage. Ich werde jetzt mal das ganze Feld durchsuchen. Oder wir gehen mal kurz zurück in die andere Welt. Das müsste klappen. Hier ist jemand. Okay. Erstmal verschwunden. Hier ist die Flöte. Als ob.
Wenn die so schnell finden, hätte ich nicht gedacht. Ich bekam ein Vögelchen hat gezwitschert, dass die dort zu finden ist. Okay, wir wieder zurück. Dankbar, aber in dieser Gestalt kann ich die Flöte nicht mehr spielen. Hier nimm du sie und solltest du irgendwann mal nach Kakariko kommen. Gib sie dort dem etwas verschlafenen alten Mann. Würdest du das für mich tun? Ich spüre, wie meine Erinnerungen langsam verblasst. Bitte, ich will nur einmal den Klang meiner Flöte hören. Falsch Knopf. Okay, mal, mal. Interessant. Kakariko, wissen wir ja, wo ist. Mal schauen, ob dieser Fall was bedeuten hat hier. Ja. Hier sieht es irgendwie verdächtig aus, dass man hier was graben sollte. Naja, nix. Na Kakariko, ja, sollten wir da mal hingehen. Nach oben. Ja, jetzt können wir den Stein hier weggeben. Easy Gold, ne? Da kann ich eine Wand. Eine Wand oder so? Junge, bist du? Man, du wurdest ja gar nicht verwandelt. Das ist keine Gemüse, Junge, oder? Kann man eigentlich auskackern, wie es vor meinem Kumpel ohne mich ergeht? Ich habe eine Bitte an dich. Bitte bring mich wieder zu meinem Kumpel. Bitte, bitte. Okay. Nämlich weiß jetzt nicht wohin. Mit dir. Der Typ, der mit mir was klaut. So, da könnte man eine Bombe reinschmeißen. Wo bist du denn? Wo ist denn dein Kumpel? Geil, ich gehe jetzt mal zurück nach Kakariko. Ja, der ist ja da, Alter. Jetzt haben wir einen alten Mann, so, woher wir wissen, wo der jetzt ist. Hier ist mein neues Haus rein. Solange ich an die klebe. Okay, wohin soll ich dich bringen? Nein, ich gehe zurück. Ich verstehe den Typen jetzt nicht. Wenn ich hier nirgendwo rein kann und nach Kakariko nicht. Oder hier runter. Wo wir ihn wirklich gefunden haben. Das kann gut sein, hier ist nur die Bücherei. Jetzt habe ich den an der Backe und weiß nicht wohin. Außer ich sterbe. Vielleicht dann lässt er mich in Ruhe. Sonst kannst du dich abholen. Ich würde gerne in die Häuser rein. Scheiße. Da muss ich mal kurz nachschauen, wie ich diesen Tümmel wieder loswerde. Bis gleich. Okay, da bin ich wieder. Da musste ich echt mal nachschauen, wo wir jetzt sind mit dem Trottel. Angeblich soll hier irgendwo Schmied sein. Das könnte hier sogar Reza. Ja, Abi, warte mal, du hast meinen Kollegen gefunden. Jetzt wird alles wieder gut. Nur mal wieder vorbei. Und dann werden wir zum Dank dein Schwert stärken. Ja, warum nicht?
Eines Tages werde ich hier nochmal reich. Da ist nochmal eine Höhle. Hier war ich noch gar nicht. So, jetzt will ich aber erstmal in allen Geschäften rein, um diesen älteren Herrn zu finden. Hier nicht. Hier. Also das könnte der sein. Der schläft auch. Ja, Dingeslöder hat mein Sohn gehört. Hast du ihn getroffen? Wo ist er? Geht das Ding gut? Oh, ich verstehe, dein Blick verrät gar nichts. Bitte beide die Flöte und spiele den Vögeln im Dorf ein Lied vor. Das wäre sicher auch im Sinne meines Sohnes, wenn ich ihn noch wenigstens noch einmal sehen dürfte. Den Vögeln? Im Dorf? Ich kenne hier nur ein paar Hühner. Einziger Vogel ist hier die Statue. Mal schauen. Ein langes Lied, ne? Jo, wahrscheinlich. Alles klar. Und jetzt? Ah, wir können uns teleportieren jetzt. Oh, mega geil. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 Orte gibt es. Und 6 wäre eine Möglichkeit. Wenn man dahin reist, kann man dann irgendwo einen Teleporter finden und dann in den nächsten Dungeon kommen. Mega nice. Über. Tschüss, Gegner. Hopp. Können wir hier rein? Irgendwie von oben runterfallen. Aha. Ja. Jetzt noch zum Abschluss ein Headstyle, dann bin ich auch zufrieden. KG1. Zum Kochen bringen? Hm. Ja. Hä? Und jetzt? Kann ich nichts machen? Bald? Hm. Nee, sieht nicht so aus. Keine Ahnung, wofür das ist. Hier kommen wir wieder raus. Hä? Der ist seriös? Oder irgendwas zu bedeuten? Boah, auf jeden Fall den Hammer. Muss ich da noch irgendwas anderes machen? Eisstab. Komm mal. Hm. Geht nicht. Hammer. Keine Ahnung. Ja, Feuer geht nicht, also kann die Laterne auch nicht funktionieren. Hm. Geh mal in die Kommentare schauen, wenn ihr wisst. Ich muss jetzt mal nachschauen, vielleicht. Ob da irgendwas bekommen kann. Oder man braucht vielleicht was anderes noch. Hm. Wir schauen. Gucken wir hier rein. Das heißt, wenn ich jetzt hier zurückkehre, wo war das? In die andere Welt und dann vielleicht zum Schmied hier. Ja, ist ja blöd. Vielleicht gibt's dann was. Ne, hier gibt's einfach nichts. Ah, ich kann jetzt hier lang, stimmt. Schloss dieser Truhe ist von innen verschlossen. Nehmen Sie einfach mit. Ach nö, nicht schon wieder sowas.
Ich muss dann runterspringen. Aha. Ich darf auch nicht zu schnell laufen. Ich glaube, ich weiß, wohin ich damit muss. Nämlich in die Wüste in der Lichtwelt. Deswegen machen wir kurz gerade und sehen wir uns dann sofort dort an der Stelle. Let's go. Nämlich hier an der Stelle müssen wir einmal in die Lichtwelt. Mit der Truhe und hier geht es an diesen Typen. So, du weißt also, dass ich ein gesuchter Dieb bin, der dieses Schloss knacken kann. Na cool, dann öffne ich dir eben die Tür. Aber versprich mir, mich nicht zu verpfeifen. Genau, ja. Wir erhalten dafür eine fucking leere Flasche. Sehr, sehr geil, dass wir jetzt hier noch sterben. Und somit haben wir aber auch alle hier Flaschen jetzt. So. Ja, wir gehen zu Level 5. Irgendwo da im Wasser, genau. Lauf weg. Wortwörtlich, lauf. Ach ne, wir müssen ja erstmal in die Schatten und dann zurückreisen, sowas, ne? Oh ne, ich erzähl mal wieder Quatsch, hier war doch dieser Stein. Den nehmen wir hoch. Und dann betreten wir auch Level 5. Den Eispalast. Ja, und schauen, wie kalt es werden wird. Ich bedanke mich jetzt nicht dazu, schon sagt nochmal, ich bin auf das Platz mitgeschickt und schau.